Ja, moin sind meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher 3 auf meinem Kanal Matze. Und wir sind hier vor der Reuseninsel, auf der es jetzt zwei Quests für uns gibt, die wir beide eben noch machen werden, bevor wir dann weiterziehen und die Hauptquests weitermachen. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber und schauen, was da so auf uns wartet. Also ich denke, da wird schon noch der eine oder andere stärkere Gegner auf uns warten. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten hier ja in der letzten Folge einen kleinen Abstecher gemacht. Einen kleinen One-Night-Stand, würde ich sagen. Kann man so sagen. Vielleicht bleibt es dir auch nicht einmalig. Mal schauen. Mit, wie hieß sie denn noch? Ich habe voll den Namen Ari? Nee. Warte mal, ich hab noch eine Quest. Ja, wir haben hier auch gleich noch eine Quest mit ihr. Wir können mal eben kurz reinschauen. Ich habe jetzt ein paar Tage nämlich nicht gezockt gehabt. Deswegen habe ich den Namen schon wieder verplant. Kira, ja klar, Kira. So. So, also. Aber jetzt machen wir erstmal die Quest, die für ein Level niedriger gedacht ist. Hier gibt es eine Quest, bei der wir helfen sollen, dem guten Weidler. Ich komme bald wieder. Autsch. Oh, ich Idiot. Ich komme bald wieder. Ach so, wir sollen bis abends warten. Ach so war das. Ja, warte mal. Mitternacht. Dann müssen wir natürlich auch bis Mitternacht die Time skippen. Da machen wir dann bis Mitternacht Meditation. So. Ich komme bald wieder. Ich dachte, das wäre jetzt Mitternacht. Warte mal. So. Ah, warte, das hier soll Mitternacht sein, glaube ich. Warte, dann machen wir mal hier. 0 Uhr. Ah, okay. Ich hatte gar nicht geplant, dass wir hier 24 Stunden Uhr haben. Eine flüchtige Qual. So, dann. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute. Seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Okay. Ich weiß nicht, wo meine Schuhe geblieben sind. Irgendwie hat sie meine Schuhe geklaut, oder was? Oder ist das gerade ein Fehler? Nö, meine Handschuhe sind auch weg. Oder habe ich nicht mehr angerüstet? Das werden wir mal eben kurz ändern. Die Handschuhe wieder ran und die Stiefel. So. Waffen sind immer noch angelegt. So soll das sein. Bedeutet dies Leben. Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lass das Ahnenfest beginnen. Bisher noch keine Gegner. Ah, da kommen die ersten. Ihr wandert im Dunkel. Oh, meine Fresse, da ist schon wieder so eine Kackmuddi dabei. Seht dieses Zeichen. Sanft und stark. Euch rufen wir. Euch Warte mal. Rufen wir. Euch rufen wir. Ein Geräusch. Ich brauche Quen.
durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, Himmel und Feuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Ey, das ist voll overpowered hier, ey. Warum muss ich gegen so viele starke Gegner kämpfen? Übertreibt man nicht. Das wird nicht gut enden. Kommt zählen. Euch richten wir. Alles ist still. Nirgends mehr funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Kein Witz. Oh, wir sind stärker geworden, aber. Alles ist still. Nirgends mehr funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? In dunkler Nacht, gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeichen, sanft und stark. Euch rufen wir, euch rufen wir. Euch rufen wir, euch rufen wir. Alter, übertreibt man nicht, ey. Da gehst du einmal ein bisschen rein, Alter. Da kriegst du nur aufs Maul. So, ist das die letzte? Kann sein. Die haben auch schon fertig gesungen. Alter. So, ich muss mich mal ein bisschen heilen. So, aber den kriegen wir auch noch. Den schaffen wir auch noch. Ob da noch mehr kommen? Ja, schon vom Leben her ziemlich runter. Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit. Sofort aufhören. Die verlorenen Seelen. Wir müssen ihnen helfen. Ruhe. Ich dulde keine Nekromantie. Hilf uns. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Oh, zum Glück habe ich wieder volles Leben bekommen. Lasst diesen Abt nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still, nirgends mehr funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Erscheinungen, das sind Geister, ne? Ritual nicht beenden. Leute, rettet euch!
Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Jetzt kommen Geister, ja. Digga! War's das schon? Ja. Das ging relativ easy. Also der Anfang war nur ein bisschen schwer. Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut, ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt, sammeln jetzt erstmal hier alles ein. Oh, hier ist ein Hexenjägerschwert. Eieiei, die sind gut viele Schwerter. Okay, das sind wieder, ist wieder zu viel zum Tragen. Aber ich glaube, da waren richtig gute Schwerter bei. Guck mal, hier ist nämlich wieder ein Hexenjägerschwert. Das ist eine stärkere Stahlwaffe, plus 17. Plus 29 Rüstungsdurchbohrung und kritische Trefferbonus. Also ich werde die ganzen, diese hier, können wir alle abwerfen. Sowas brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir wieder das Gewicht im Griff. Ich weiß nicht, wie gut Äxte sind. Das ist auch so eine Sache. Habe ich bisher noch nicht so ganz durchschaut, wie viel Äxte jetzt wirklich bringen könnten. Aber diese Waffe, warte mal, wie viel Wert hat die? 35 nur, krass. Die hat viel. 539, das ist ein Relikt. Komisch, dass die hier so wenig wert ist im Vergleich. Ach so, ja gut, es ist auch ein Silberschwert. Die Silberschwerter scheinen ja wirklich sehr viel wert zu sein. Nochmal kurz den hier. Der ist auch viel billiger als das Schwert hier. Obwohl dieses Schwert hier, naja, eigentlich schwächer ist. Chance auf Bluten, Chance auf Einfrieren. Hier haben wir halt plus 29 Rüstungsdurchbohrung und plus 7% kritischer Trefferbonus. Na. Also ich werde die auch nochmal ablegen. Weil wir werden hier bestimmt noch mehr einsammeln können. Und die Axt werfe ich auch weg. So. Dann haben wir noch ein bisschen Platz und können nochmal schauen, was wir hier so finden. Es klart auf. Ah, die Schwerter waren von den Menschen. Soldaten. Das heißt, mehr Schwerter werden wir nicht finden. Wir haben 3 Schwerter gefunden. Die halt von den 3 Menschen kamen. Da hinten liegt noch irgendwas. Monsterohr. Finde mit Hilfe der Hexersinne die Leiche des Vaters des Weidelers im Sumpf. Aber Sumpf, da müssen wir sowieso demnächst für eine Mission noch hin. Das heißt, wir machen jetzt erstmal kurz diese Mission weiter hier. Und zwar die Förderung der Bildung. Weil wenn wir hier
Da müssen wir, trifft den Baron in Niederwir. Ist das, vielleicht ist das hier auch in Niederwir. Kann sein, dann müssen wir sowieso in dieselbe Richtung. Und nach den drei Quests werden wir die Hauptquestline weiterverfolgen. Aber ich hatte halt auch das Gefühl, wir sind ein bisschen zu schwach, deswegen ist es ganz gut, wenn wir hier ein bisschen kämpfen. Bevor es dann weitergeht. Kommen wir nicht hoch. Ich habe keinen Bock, gegen die Ghule da vorne zu kämpfen, ehrlich gesagt. Gab es da nicht irgendwo noch einen Eingang? Naja, ist so ein bisschen so, als wenn diese Ghule da vorne neu wären und zur Quest dazugehören. Dann müssen wir die wohl oder übel mit besiegen. Ah, wobei. Nö, sind da so dran vorbeigekommen. Licht. Ganz oben im Turm. Auch nochmal 50 Erfahrungspunkte. Aber das war ja noch nicht der Quest. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Hat sie uns ausgenutzt? Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Entweder bist du nur unglaublich naiv, oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel, Emhyr zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Geralt, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Okay, was passiert wohl, wenn ich sage, das kann ich nicht zulassen? Ich kann nicht glauben, dass wir gefickt haben. Oh Gott. Was? Ich mach das einfach mal. Du hast also keine Probleme mit einem Massaker? Und das findest du gerecht? Wirklich? Unglaublich, dass wir gefickt haben. Yen würde es auch nicht glauben, wenn du es ihr erzählst. Oder Triss. Tut mir leid, ich habe den Überblick verloren, auf wen du gerade geil bist. Unser Gespräch ist beendet, Geralt. Geh mir aus den Augen. Gut, dass sie alle voneinander wissen. Ich gehe, sobald du mir die Notizen gibst. Dann wirst du für immer hier bleiben. Krass. Nimm dies. Wir müssen sie besiegen. Alter, sie ist ja schon so gut wie down. War es das schon? Die war ja easy. So hätte es nicht enden müssen.
Tschüss. Wir haben sie wirklich getötet. Ey, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Erst weggeballert und dann... Und dann einfach mal eben... umgebracht. Das war jetzt echt ein bisschen überraschend, dass der da so... Oder dass das jetzt so eiskalt endet. Krass. Dann können wir uns jetzt hier aus dem Staub machen. Wir benutzen mal den Wegepunkt, glaube ich. Kommt der Gegner, nächste Gegner schon wieder. Reiseziel Skellige Novigrad. Finde ein Schiff nach Skellige. Aber das ist eigentlich noch, das kann doch nicht die Hauptquest sein, weil, ja, ganz ehrlich. Naja, wir sind ein bisschen low fürs, vom Level her, ne? Würde ich sagen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal kurz das mit dem hier noch zu Ende machen, den Quest, und danach machen wir noch Rückkehr in den Buckelsumpf. Und dann können wir meinetwegen nach Skellige reisen und eben den Gegner hier noch platt machen. Hey. Sei mal nicht frech, Bursche. Die Quest könnte auf jeden Fall noch hochgradig interessant werden. Reisen wir mal dort rüber. Weil da werden wir jetzt die alten Hexen, diese alten hässlichen, fetten Sumpfhexen bekämpfen. Naja, wobei, die waren nicht alle fett, aber die waren alle eklig. Die eine hat vier Beine oder hat sich irgendwelche Beine rangenäht. Die eine hat irgendwie gefühlt irgendwelche Specklappen sich umgebunden von irgendwelchen toten Menschen. Also war schon echt perverser Scheiß, was die... Oh. Eine Schönheit? Von wem zum Teufel redest du? Eine gewaltige Stute. Ein Monster von einem Pferd. Alle sind durchgedreht. Nein. Haben alle getötet. Nachbarn, Kinder... Der Geist des Waldes, er rächt sich an denen, die seinen Niedergang wollten, treibt sie in den Wahnsinn. Geralt, gut, dass du da bist. Ich kann ihr Geträller nicht enträtseln. Ich sollte sie die Peitsche kosten lassen, sie auf Kurs bringen. Herr, das haben sie auch gesagt. Über die Stute meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Die Hexenjäger. Sie sind hier durchgekommen, wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihnen geritten. Oh. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Das wird wirklich interessant jetzt. Ich hole meine Männer. Das Mädchen ist seine Tochter. Komm schon. Und die will ihre Mutter retten. Krass, wir sind schuld an dem Ganzen hier, ne? Wir sind schuld daran, dass dieses Dorf abgemurkst wurde. Wir haben diesem Pferd vertraut, diesem, ja, was war das, ey? Keine Ahnung. Schwarze Schönheit hieß es, ne? Aber, naja. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, als Pferd wirkte das gar... Boah, Alter, was ist das? Als Pferd wirkte das jetzt gar nicht so schlimm. Alter. Okay, das Ding ist stark. Das kriegen wir trotzdem, das besiegen wir.
Davon bin ich überzeugt, dass wir das schlagen können. Hälfte des Lebens haben wir schon geholt. Wir müssen unser Schwert aber nochmal reparieren. Komm her, mein Junge. So, das soll wohl eine Art Drache gewesen sein. Das können wir uns im Bestiarium nochmal angucken. Bestiarium. So, Mann. Ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal so eine Sprachprobleme mit dem Wort habe, Alter. So, Bestiarium, wo haben wir es? Da, ich will mal gucken, was genau das jetzt war. Ein Wyvern. Drakonide. Am gefährlichsten von allen sind Königswyvern oder Königsbastarde, wie sie in einigen Kreisen genannt werden. Albina Tottelkampf, Dozentin der Naturwissenschaften in Arethusa. Wyvern werden oft für Drachen gehalten. Sie sind zwar viel kleiner als ihre berühmten Verwandten und speien auch kein Feuer, aber gefährlich sind sie nichtdestotrotz. Vor allem die sogenannten Königswyvern sind ihrem Namen entsprechend besonders niederträchtig und extrem tödlich. Ja. Hoffentlich haben die Sachen, die wir da gerade bekommen haben, hoffentlich sind die nützlich. So, wir können eben nochmal unsere Waffe reparieren. Ich glaube, ich müsste noch Werkzeug dabei haben. So, 40% Haltbarkeit, 15% Haltbarkeit. Ah, fuck, das ist nur... Ach, das ist alles nur für die Ausrüstung geeignet. Fuck. Das ist nicht gut. Dann würde ich sagen, dann steigen wir erstmal so lang wieder auf das alte Schwert um. Und wir machen an der Stelle hier eine kleine Pause, Leute. Wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter, wo wir aufgehört haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und checkt die Endcard ab, Leute. Da habe ich nochmal die Playlist für euch verlinkt. Da könnt ihr alle vergangenen Folgen euch reinziehen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Bleibt stabil, haut da rein und ciao.